Hi meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Heute gibt es das Steelbook von Mein Nachbar Totoro. Vielleicht habt ihr es auf Facebook schon gesehen. Ich habe die Information geteilt. Ich glaube im April war es, kommt das Steelbook zu... Oh Gott, jetzt müsste ich lügen. Ich glaube es war das wandelnde Schloss. Ich schaue es mal, vielleicht tue ich es euch nochmal unten in der Infobox verlinken. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Aber jetzt haben wir erstmal Totoro. Und hier haben wir dann auch schon unseren Zettel. Hier, das haben wir wieder alles drinne. Dann haben wir die Blu-ray, die 86 Minuten lang geht. Die DVD geht 83 Minuten lang. Wir haben natürlich wieder eine Sammlermünze. Und wir haben Storyboards zum kompletten Film, Making-of, Textlist, Opening und Ending, japanische Original-Trailer, TV-Spots und eine Studio Ghibli-Trailer-Show. Hört sich wieder ziemlich vielversprechend an. Und dann schauen wir uns nochmal die Hülle von außen an. Das FSK-Logo ist abziehbar. Hier haben wir unsere Seite. Und hier haben wir nochmal unser Rückbild. Und dann machen wir das Ganze auf. Dann haben wir hier unsere Münze. Wo geht sie denn auf? Ich glaube, da brauche ich meine Schere. So. So, kam raus. Und dann haben wir hier unsere Münze. Mal gucken, ob ich sie scharf bekomme. Nein, sie will nicht scharf werden. Jetzt haben wir sie scharf. Natürlich wieder beidseitig. Ist auch wieder ein bisschen dicker. Und dann haben wir unsere Scheiben. Einmal, jetzt muss ich gucken, die Blu-ray. So. Und auf unserer DVD haben wir Totoro. So, da haben wir ihn. Und dann haben wir hier noch unser Rückbild mit dem Bus und Totoro. So sieht das Ganze nochmal von außen aus. Und das stört mich gerade. Ich will es abmachen. So, weg, weg damit. Und dann war es das auch schon mit diesem Steelbook. Das Design vom nächsten Steelbook ist noch nicht bekannt, also dazu gibt es noch kein Bild. Auch nicht auf Amazon oder so. Ja, ich weiß nicht, welche Farbe ich gut finden würde. Was ich dumm finde, ist, dass die Münzen jetzt immer noch lose hier liegen. Also, ja, ich weiß auch nicht, ich will die jetzt natürlich nicht wieder in die Tüte so rein wiederlegen. Vor allem, gut, dann wird es halt in der Tüte lose drinne liegen. Deswegen muss man die Münze, ja, ihr seht es ja schon, immer noch lose reinlegen. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, wenn es im Regal steht, dann, ja, ist es halt so, ne? Aber wie gesagt, ich finde es gut, dass jetzt schon der nächste Film angekündigt wird. Viele hoffen ja, dass alle Filme rauskommen. Ich lasse mich überraschen, da ich sowieso noch viele Studio Ghibli-Filme, ehrlich gesagt, noch nicht geschaut habe. Aber kann man natürlich alles noch nachholen. Das war es auf jeden Fall mit Totoro. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Unboxing.